So, hallo, ich grüße euch, Manuel hier. Mir brennt schon ein bisschen länger was auf der Seele. Ja, ich bin im Auto, ich fahre nicht. Hier, wir letztens ein bisschen ein paar Hate-Kommentare darüber bekommen, weil ich im Auto sitze und fahre. Nein, ich tue es nicht. Hier, Lenkrad, alles aus. Ist sogar, falls das Auto wegrollt, es ist sogar hier ein Lenkradschloss drin, ne? Also, damit da nichts passiert. Soll ich mich auch anschneiden? Nee, nein, lieber nicht. Was wollte ich sagen? Ja, heute ein bisschen witzig unterwegs, der Manuel. Ich bin gut drauf. Ich komme gerade vom Kardiologen. Ich habe ein Belastungs-EKG gemacht. Alles positiv. Haben gesagt, super, haben Sie das gemacht, Herr Wettig. Gut, also, nee, aber das wollte ich euch gar nicht erzählen. Ich wollte euch ein bisschen was anderes erzählen. Und zwar geht es um folgende Situation. Soll jetzt ein bisschen lustig sein. Also ich fand es lustig, auch, aber auch ein bisschen kurios. Die Geschichte dreht sich um meinen Schatzi. Ja, hallo Schatzi, ich liebe dich, ja. Auch wenn du manchmal so Klöpse raushaust und auch mich als Schuldigen dahinstellst. Aber gut, am Ende kann ich ja trotzdem hinterher lachen. Ja, es war so. Du wirst jetzt wissen, worauf ich hinaus will, was kommt. Die Kinder haben einmal im Jahr mit Papa Laternen basteln im Kindergarten, ja. Man muss dann halt ein paar Sachen mitnehmen, Scheren, Kleber und so weiter. Okay, es war morgens, es ist immer ein bisschen stressig bei uns. Papa macht so seine Dinge, ne? Macht sich so fertig. Ja, und dann gehen wir los. Wir gehen einfach los. Ne? So. Vorab, bevor wir zum Laternenbasteln gehen, habe ich meine Liebste und den Hund bei meinen Eltern rausgelassen. Die wohnen da um die Ecke, ist kein Problem. So, dann wollte ich und die Mädels wollten dann zum Laternenbasteln gehen. Okay, wir kommen an, wir steigen aus. Sie, Schatz, ja, hast du die Schere mit und den Kleber? Schere? Kleber? Was, ich? Nö. Warum? Also, ich wusste, dass wir welche mitnehmen müssen, aber und dann auf einmal ergießt sich ihr Zorn über mein Haupt. Ja, da hing doch ein Beutel an der Tür. Ja, da hing ein Beutel an der Tür. Also es hing ein Beutel an der Tür. Das ist so wie, weiß ich auch nicht. Da liegt ein Blatt auf dem Boden. Hebt das Blatt auf und nimmt das mit. Ja, ich sage, ja und, was soll ich jetzt mit dem Beutel an der Tür? Ja, den sollst du mitnehmen. Hast du mir was gesagt? Ja, nee, aber da hing doch ein Beutel, das sieht man doch, dann nimm den doch mit. Okay, Ratter, Ratter, ich in übelster Panik, werde zusammengefaltet. Da, ein gleichgeschlechtlicher Kumpan. Ich so, ey, Patrick, Junge, hab dir kurz die Sache geschildert. Zwischen Männern geht das ja recht schnell. Zwei Sätze. Hier, ich habe jetzt hellseherische Fähigkeiten. Warum? Ja, da hing ein Beutel an der Tür. Ich sollte den mitnehmen. Obwohl gar nichts gesagt wurde. Hohoho, ich habe auch noch nicht diese Fähigkeiten. Also, zwischen uns war dann klar, ne? Waren irgendwie zwei Sätze gesprochen. Und er wusste genau, worum es geht. Frau, Mann, kommunikative Probleme. Ja, naja, auf jeden Fall. Ich fand es im Nachhinein fand ich's ganz schön lustig. Da hat es mich ein bisschen. Ja. Ein bisschen verstört. So. Also, ihr müsst euch, also, da hängt, ne, mal ohne, ja, ihr merkt auch jetzt noch, ich bin da ein bisschen aufgebracht von, da hängt einfach ein Beutel an der Tür. Also, das heißt, bei jedem Beutel, der an der Tür hängt, ich weiß nicht, wie oft da Beutel hängen, ich achte nicht drauf, ich gehe raus, Tür auf, Tür zu, ich bin weg. Also, sie kann mir jetzt sagen, da hängt ja nie ein Beutel, da jetzt hängt ein Beutel, da nimm den mit. Aber wir Männer, wir sind ja so einfach gestrickt, wir machen was, Tür auf, gehen. So, und nicht, hängt da ein Beutel? Also dieses typische Frau hinterfragt alles. Oh, da hängt ein Beutel, der hing ja sonst nie da. Ich guck mal da rein, was da drin ist. Da kommt die Neugierde der Frau wieder durch. Ah, da ist eine Schere drin und das. Sie kombiniert dann. Ah, Laternen basteln, nehme ich mit. Aber Mann, los, Laternen basteln, Tür auf, Tür zu, bumm, weg. So sind wir. Wir sind einfach einfacher gestrickt. Ja, und ich meine, wir sind jetzt über 10 Jahre zusammen. Sie muss es ja langsam wissen. Und dann sagt sie dann auch, das ist ja immer dasselbe. Ja, wenn das immer dasselbe ist, dann nimm mir den Scheißbeutel, gib mir den oder sag es mir. Aber ohne kommunikative Sachen einfach irgendwas hinhängen, so, der Mann achtet da nicht drauf. Also ich glaube, ich spreche da schon für Vielzahl der Männer, ne? Also, dann nochmal, Schatz, das wollte ich schon längst machen, das Video. Ich weiß nicht, ob du es überhaupt angeguckt hast.
oder nicht? Sei mir nicht böse, aber ich muss das einfach machen, weil ich weiß, da draußen gibt es viele Leidensgenossen, die Problem haben. Nein, nicht Problem. Problem hört sich jetzt drauf an, aber die auch diese kommunikative, also Frauen merkt es euch, wir Männer denken nicht viel. Also zumindest, wir denken schon viel, aber direkt geradeaus und nicht, hängt da jetzt ein Beutel oder hängt da kein Beutel. Also, am Ende ist es ja so. Ne? Es ist deswegen, bumm, auf die Jagd, da vorne, Tier kaputt machen. Und nicht, wie schleiche ich mich da an, da. Also da kann man vielleicht auch so ein bisschen auf die Steinzeit oder so, auf das höhlenmenschliche Dasein, kann man da vielleicht dann auch alles wieder zurückschließen. Also wir mussten Entscheidungen fällen und nicht, wie pflücke ich jetzt da die Beere von dem Strauch, drehe ich sie, ziehe ich sie, wie ist überhaupt der Strauch hier gewachsen? So, nein. Egal, ich schweife ab. Aber Leute, es war auf jeden Fall wieder ein lustiges Erlebnis. Und danke nochmal an Patrick, dass du mich da an der Stelle auch unterstützt hast. Wenn du auch nicht viel dazu gesagt hast, aber ich habe deine Blicke und deine Aussage sehr wohl verstanden und dann auch an der Stelle herzhaft aufgenommen. Jawohl, so. Ich sag mal, ich habe noch ein, zwei Sachen in petto, was ich vorhabe. Zur Zeit ist nur ein bisschen die Zeit ein bisschen eng. Also ich wollte noch ein, zwei Videos machen. Eins soll sich, das kommt sogar als erstes, es wird sich darum drehen um Medikation, ja, nicht Meditation. Meditation ist auch was Gutes, habe ich nur leider keine Ahnung von. Nee, es geht um Medikation, das heißt Medikamente, ja. Also dann wollte ich mal wieder auf das alte Thema, das leidige Thema, aber dennoch alltagsbestimmende, ja, Medikamente. Was nehme ich für Medikamente? Was haben sie für Nebenwirkungen im Selbstversuch? Wie wirken sie sich auf was aus? Und ja, da wollte ich mal ein kleines Video zu machen. Also, ihr werdet keine Ruhe vor mich haben. Vor mir? Vor mich? Scheiß drauf, ihr wisst, was ich meine. Also, ich wünsche euch was und Grüße gehen raus. Und nächstes Mal bin ich vielleicht wieder ein bisschen am Fahren, um ein bisschen wieder die Hater auf den Tagesplan zu rufen. Ja, also, bleibt stabil, bleibt sauber. Tschüss.